So sollte es aussehen. Ein schickes Recruiting-Video für die Feuerwehr. Mit Drohnenaufnahmen und einer gespielten Rettung aus dem Wasser. Der Dreh ist in vollem Gange. Shit, ja? Als plötzlich am Hafen ein Auto ins Wasser fährt. Das gehört nicht zum Filmdreh. Sofort springen die Rettungstaucher ins Wasser und kommen dem Fahrer zu Hilfe, der noch immer hilflos am Steuer sitzt. Sein Auto versinkt in rasantem Tempo. Gerade noch rechtzeitig gelingt es den Feuerwehrleuten, den Fahrer aus dem Wagen zu ziehen. Der Mann wird an Land gebracht, sein Auto versinkt im Hafenbecken. Der Fahrer wird kurz darauf ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto zieht am Abend einen Kran aus dem Wasser. Gerade noch gut gegangen. Unter anderem, weil die Feuerwehrleute in unmittelbarer Nähe und für die Dreharbeiten schon einsatzbereit waren. Eine bessere Werbung für die Feuerwehr als diese gelungene Rettung könnte es wohl kaum geben. Ja.